Low. Bevor ich gleich anfange, nein, das ist keine Satire, es ist wahr. Die Löwin, die Berlin so beschäftigt hat, war ein Wildschwein. Das wurde heute sogar von der Polizei bestätigt. Ich denke mir das nicht aus. Da frage ich mich vor allem eines: Wie viel Lack kann ein Mensch saufen, dass ein Wildschwein im Augen von jemand anderem, von jemandem zum Löwen wird? Erkennt man doch. I-BIMS als heißes Bildungssystem. Da hat jemand im Biologieunterricht geschlafen. Ich stelle mir gerade die Situation vor. Also jetzt hier nur so, ne, aus dem Stegreif. Also irgendwer so stelle ich mir die Situation vor. Wie dieser jemand denn reagiert hat auf das Schwein. Wohlgemerkt, Schwein. Boah. Ich bin einfach so dumm und so bescheuert. Kleine Information an alle Spaßvögel, die ein Hausschwein haben. Zieht ein Schwein mal ein Löwenkostüm an und jagt es durch die Stadt. Wird bestimmt ein Riesenbrüller. Nein, bitte macht das nicht. Dann kommt wieder so eine Polizei, kommt eine Polizeimannschaft angerannt und ne, Polizei hat ja eigentlich besseres zu tun, als hinter einem Löwen, der so rennt, der ein Schwein ist. Und nochmal hier für alle Menschen, die nicht wissen, was der Unterschied zwischen einem Löwen und einem Schwein ist. Schweine grunzen, Löwen, die brüllen und fauchen eher. Ich habe wieder was gelernt, wieder ein Grund, warum ihr mich schauen solltet. Ja, ich bin eben nicht nur ein informativer Spaßvogel, nein, ich bin auch noch sehr lehrreich. Hey, Bildungsauftrag erfüllt. Fuck yeah! So, jetzt komme ich zu den obligatorischen letzten Worten dieses Videos. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann abonniert mich doch und geht der Daumen nach oben, wird man nicht loben. Geronimo.